Hallihallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dragos News. Ja, das erste Thema ist über Champions of Regnum. Ich kann also wahrscheinlich nicht mehr Champions of Regnum zocken. Irgendwas stimmte mit den IPs nicht. Ich hatte verschiedene IPs, also ich habe wahrscheinlich Internet mit verschiedenen IPs und sie haben dadurch meine Accounts gelöscht. Und ja, jetzt weiß ich nicht, was ich zweites machen soll. Eventuell werde ich ein anderes Spiel, ein ähnliches Spiel machen oder so. Und ja, ihr dürft unten schreiben, welches Spiel ich stattdessen zocken soll, was ähnlich ist, also ähnliches RVR bietet oder sonst irgendwie spannend ist. Und ich werde es dann natürlich auch so hart let's playen wie Champions of Regnum. Aber eben, ich werde nicht mehr so Ding, also wie gesagt, eigentlich ist ja Multi-Accounts verboten, aber sie haben gesagt, weil ich Let's Player bin und verschiedene Reiche Let's Playen wollte, haben sie es gelassen und ich hatte doch nur 3 Accounts, nicht 4 oder 5, wie sie gesagt haben. Und das liegt, also ich habe alles gesagt, sie wussten nicht, welche Accounts mir gehören oder so. Und ja, eben. Aber damit ist es geklärt, ich will nicht mehr spielen. Sie können das Geld behalten, was ich ausgegeben habe, das ist mir schnurzegal. Wichtig ist einfach, dass ich jetzt einen Grund habe, dass ich auch euch Fans von diesem Let's Play weitergeben kann. Und damit ist es abgeschlossen, ich darf nicht mehr weitermachen, ich kann auch nicht mehr weitermachen und ich will auch nicht mehr weitermachen. Und deshalb suche ich eben ein neues Projekt und ja, keine Ahnung, was ich Let's Playen soll. Ich könnte Dragon's Prophet Let's Playen, ich könnte Ion Let's Playen, ich könnte Herr der Ringe Let's Playen, aber alle drei sind natürlich nicht so spannend wie Regnum. Sind zwar berühmter, aber ja, dadurch auch ein bisschen, wie soll man sagen, overhyped, oder? Weil Regnum hat sehr viel Potenzial, das sehe ich bei den anderen drei nicht. Und ja, aber eben, vor allem Ion wurde immer wieder gesagt, es sei gut, ich will es weiter zocken. Ich zocke es momentan, also ich habe noch den Charakter nicht weiter gezockt, aber ich werde ihn weiter zocken. Und ja, eventuell werde ich Let's Showen oder Let's Playen, je nachdem, aber Ion muss nicht sein. Es können auch andere Projekte sein, die vielleicht noch besser ankommen. Und ja, ja, ich habe die Nacht durch, jetzt ist 5.17 Uhr, die Nacht durch noch ein bisschen gedacht, was ich so Let's Playen soll und was nicht. Wenn ihr unten in die Kommentare schreibt, was für ein Projekt ihr noch sehen wollt und weiß es nicht, da kann ich ein paar ausschließen und ein paar ein bisschen öfters bringen. Und ja, ich wollte mal Villages and Heroes anschauen, Let's Showen, aber es hat irgendwelche Probleme die ganze Zeit, man weiß ja nicht wieso. Vor allem bei mir geht es nicht lagfrei, es ladet manchmal nicht und ja, da muss ich noch schauen. Und ja, sonst, da dürft ihr dann gerne noch ein paar Sachen zeigen und so. Mir geht es momentan nicht so gut, ich bin erkältet, vielleicht merkt ihr es an der Stimme. Es wird wahrscheinlich in den nächsten, ja, in den nächsten Tag, sage ich, weniger Videos kommen oder nur alte Videos, die ich noch auf Lager habe. Und dann geht's wieder los mit DayZ, mit Skyrim. Und ja, mal kurz schauen, auf dem Kanal schauen. Videos. Ja, mit Sacred 2 wird es wahrscheinlich nicht so oft weitergehen, aber mit Path of Exile wird es natürlich hoffentlich weitergehen. Und momentan hat YouTube auch lange Probleme mit der Verarbeitung. Da muss ich noch ein bisschen, ja, da muss, kann ich gar nichts machen. Black and White geht weiter. Da kommen bald wieder. Und GTA, also das Projekt mit dem Roleplay, geht weiter. Und ja, das wird eins von meiner Hauptprojekte, das macht richtig viel Spaß. Hat zwar nicht so viele Aufrufe, aber was?
Reaper of Souls hat so viele Aufrufe schon. Okay, dann werde ich wahrscheinlich auch Diablo 3 weitermachen. Ich will euch sehr weiterhelfen, indem ich Projekte mit vielen Aufrufe bevorzuge. Also ihr könnt wählen dann sozusagen bisschen interaktiv mitwirken, was öfters kommt und was nicht. Natürlich werden Likes mehr gewertet als keine Likes. Und ja, bei vielen Videos stimmt es leider nicht. Da hat YouTube Probleme. Es kann nicht sein, dass seit 2 Tagen keine so wenig Aufrufe gekommen sind, obwohl es in den Analytics und im Video selber schon mehr sind. Also die hinken hier hinterher und das nervt mich ein bisschen. Aber kann man nichts machen. Und eventuell ist es schon ein bisschen weniger beliebt, aber ja, das werde ich dann noch schauen und sehen. Und vielleicht wird sich dadurch auch die anderen Videos mehr hochheben. Und dadurch wird sich die auch dann öfters kommen. So, was ist dann sonst noch? Momentan Shifts bei uns. Ich bin ein bisschen demotiviert, dass ich nicht so viel trainieren kann. Und sonst, ja. Aber ich hab's richtig, ich find's richtig gut, dass ihr mitmacht jetzt und auch Kommentare schreibt, liked und so weiter. Also Daumen auch oben für die Fans und ich werde alles machen, damit's noch besser wird, noch cooler, noch interaktiver und alles Mögliche. Also das wird sich dann alles ein bisschen steigern und eventuell werde ich dann auch mehr im Forum, bei Twitter und eventuell bei Facebook noch ein bisschen, ja, eben aktiver sein und ja. Also dann dürft ihr wählen. Unten in die Kommentare dürft ihr alles schreiben, egal ob ihr wollt mehr Black and White sehen oder ihr wollt mehr Days sehen, dann könnt ihr es unten schreiben. Das ist so wie ein Wunschvideo und ich werde natürlich das auch umsetzen. Dann für mich ist es eigentlich relativ egal, was ich Let's Play, Hauptsache ich habe die Motivation durch euch Fans und auch Motivation zu Let's Playen, weil sonst macht alles nicht so viel Sinn. Aber es macht sehr viel Sinn, also auch wenn ich wenig Zuschauer habe, macht sich sehr viel Sinn. Und ja, also dann werde ich so, wie gesagt, weitermachen und ja, mich bemühen, dass ihr viel wählen dürft und alles Mögliche. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Dracos News. Bis dann.